Nachdem wir uns in den letzten beiden Videos mit dem Bundestag beschäftigt haben, kümmern wir uns heute um den vernachlässigten kleinen Bruder, den Bundesrat. Es ist ganz schön schwierig, auf den Punkt zu bringen, was der Bundesrat eigentlich ist. Denn es gibt keinen direkten Vergleich in anderen Ländern. Der Bundesrat ist in seiner Form einzigartig. Oft wird er als zweite Kammer des Parlaments bezeichnet, was genau genommen aber falsch ist. Das Grundgesetz deklariert den Bundesrat als eigenständiges Organ der Bundesrepublik Deutschland, das vollkommen unabhängig vom Parlament, also der Bundestag, existiert. Zumindest aber ist der Bundesrat genauso wie der Bundestag Teil der Legislative auf Bundesebene. Der Bundesrat setzt sich aus Vertretern der 16 Bundesländer zusammen. Jedem Land steht eine bestimmte Anzahl an Stimmen und somit Vertretern zu, abhängig von ihrer Einwohnerzahl. Die kleinsten Bundesländer haben jeweils 3 Stimmen. Ab 2 Millionen Einwohnern stehen einem Bundesland schon 4 Stimmen zu, die nächste Stimme gibt es aber erst ab 6 Millionen Bewohnern und ab 7 Millionen Einwohnern stimmt das Land mit 6 Vertretern ab. Insgesamt kommen so derzeit 69 ordentliche Mitglieder im Bundesrat zusammen. Der Zusatz ordentlich dient zur Unterscheidung von stellvertretenden Mitgliedern. Diese Verteilung der Sitze ist ein Kompromiss zwischen absoluter Gleichstellung der Länder nach föderalen Prinzipien und gleichem Stimmgewicht aller Bewohner, unabhängig vom Wohnort, wie es demokratisch ideal wäre. Die jeweiligen Landesregierungen entsenden nach Amtsübernahme im Anschluss an eine Landtagswahl ihre selbstbestimmten Vertreter, die fortan für das Bundesland abstimmen. Die Bundesratsmitglieder sind also alles andere als direkt vom Volk gewählt. Stattdessen ist der Weg ziemlich lang. In den Landtagswahlen werden Abgeordnete gewählt, die später den Ministerpräsidenten wählen. Dieser stellt nach Belieben seine eigene Regierung zusammen, ganz analog zur Bundesregierungsbildung. Mehr dazu im Video oben rechts. Und diese Regierung ernennt letztendlich ihre Vertreter für den Bundesrat. Aus diesem Grund ist der Bundesrat auch nicht als Parlament zu bezeichnen. Daraus geht auch hervor, dass sich die Zusammensetzung des Bundesrats ziemlich häufig ändert. Bekanntlich finden die Landtagswahlen der Bundesländer nämlich zeitversetzt in Abständen von jeweils 5 Jahren statt. Im Bundesrat herrscht reges Treiben, da teils alle paar Monate einige der Mitglieder wechseln. Dieses Jahr wurde nämlich bereits in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt gewählt. Mecklenburg-Vorpommern und Berlin folgen am 26. September, gemeinsam mit der Bundestagswahl. Und in fast jedem Jahr findet mindestens eine Landtagswahl statt. Jetzt haben wir schon so lange über die Bildung des Bundesrats geschwafelt, aber eigentlich ist immer noch unklar, was der Rat des Bundes den ganzen Tag so macht. In erster Linie soll er die Interessen der Länder in die Bundespolitik einbringen und die Bundesregierung sowie den Bundestag in ihre Schranken weisen. Vor allem bei Gesetzen, die die Länder direkt in ihren Finanzen oder Befugnissen tangieren, bietet der Bundesrat ein Mitspracherecht. Historisch lässt sich auch leicht die Notwendigkeit eines solchen Organs sehen. Nach der Machtergreifung sorgten die Nazis mit ihrer Gleichschaltung schnell unter anderem dafür, dass keine der Länder politisch ihren eigenen Weg gehen konnten. Somit wurde auch der Reichsrat der Weimarer Republik früh abgeschafft. Er war doch noch so jung. Wobei, eigentlich stimmt das gar nicht. Der Reichsrat folgte einer langen Tradition auf deutschem Territorium, einen Rat für Entsandte der einzelnen Länder zu haben, um deren Interessen zu berücksichtigen. Schon im Heiligen Römischen Reich gab es mit dem Reichstag eine derartige Versammlung. Früher sollten die Bundesratsäquivalente die Interessen der verschiedenen Fürste und so weiter sicherstellen. Aber wie sieht die Arbeit des Rats heute aus? In erster Linie wären da die Gesetze, ähnlich zum Bundestag. Der Bundesrat ist dazu befähigt, Gesetzesinitiativen auf den Weg zu bringen, die dann ganz normal erst im Bundestag durchlaufen müssen. Alle vom Bundestag beschlossenen Gesetze landen beim Bundesrat, auch die selbstinitiierten. Im Video über den Bundestag haben wir bereits die Unterscheidung von Zustimmungs- und Einspruchsgesetzen thematisiert, welche auch hier wieder von Bedeutung ist. Zustimmungsgesetze umfassen Verfassungsänderungen, Gesetze mit Auswirkungen auf die Finanzen der Länder, beispielsweise also Steuerreformen oder Gesetze, die mit einem Kostenaufwand für die Länder zusammenhängen, und Gesetze mit Auswirkungen auf die Verwaltungshoheit der Länder. Das könnte eine Änderung am Bildungsgesetz sein. Alle anderen Gesetze sind Einspruchsgesetze. Zustimmungsgesetze erfordern die Zustimmung des Bundesrats. Eine absolute Mehrheit, also 50% der Stimmen, ist für die Annahme des Gesetzes notwendig. Bei Verfassungsänderungen sogar eine Zweidrittelmehrheit. Für Einspruchsgesetze gilt grundsätzlich erstmal das Gleiche. Allerdings gibt es einen Lifehack für den Bundestag, wenn der Bundesrat das Gesetz ablehnen sollte. Wurde das Gesetz im Bundesrat mit absoluter Mehrheit abgelehnt, kann der Bundestag in einer zweiten Abstimmung mit Zweidrittelmehrheit diese Entscheidung überstimmen, sodass das Gesetz dennoch in Kraft tritt. Sollte der Bundesrat sogar mit 2/3 der Stimmen das Gesetz abgelehnt haben, so müssen bei der Überstimmung mindestens 50% der Mitglieder des Bundestags abstimmen.
Es wird, glaube ich, deutlich, inwiefern der Bundesrat eine Kontrollinstanz zum Bundestag, aber auch zur Bundesregierung darstellt. Neben dem einfachen Annehmen oder Ablehnen von Gesetzen kann der Bundesrat, genauso wie der Bundestag oder die Bundesregierung, einen Vermittlungsausschuss einberufen, der in angemessener Zeit mögliche Änderungen auf den Tisch bringen soll, damit alle Seiten zufriedengestellt sind. Im Vermittlungsausschuss kommen jeweils 16 Mitglieder des Bundestages und des Bundesrates zusammen. Die 16 Mitglieder aus dem Bundesrat setzen sich aus je einem Vertreter pro Bundesland zusammen, während die 16 Bundestagsabgeordneten nach Fraktionsgröße ausgewählt werden. Im fusionierten Plenum diskutieren alle Abgeordneten über den Gesetzesentwurf, um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Wo wir gerade bei Ausschüssen sind. Auch der Bundesrat hat Ausschüsse, ähnlich zum Bundestag. Seit einigen Jahren hat es sich etabliert, dass es genau 16 Ausschüsse gibt und jedes Bundesland einen solchen Ausschuss führt. Allerdings entsenden alle Landesregierungen einen sogenannten ständigen Vertreter in jeden Ausschuss. Meistens ist dies gleichzeitig der zuständige Minister für den gleichen Fachbereich im Bundesland. Die jeweiligen Aufgabenbereiche ähneln denen der Bundesministerien. Das heißt also, es gibt zum Beispiel einen Ausschuss für Finanzen, einen für Gesundheit, einen weiteren für Verteidigung und so weiter. Und damit hätten wir die gesamte Legislative der Bundesrepublik Deutschland abgedeckt. Ich hoffe, dieses Video konnte den Bundesrat etwas verständlicher machen. Oftmals geht er in der politischen Berichterstattung ein wenig unter. Danke fürs Zusehen.